Die schlichte Frage, Sie sind da, um hier Werbung zu machen. Genau, und zwar für Disney on Ice, ein fantastisches Abenteuer. Disney on Ice kommt jetzt zum ersten Mal nach Stuttgart und zumindest jetzt in den letzten paar Jahren. Und ich freue mich sehr, dass ich für Disney on Ice Botschafterin bin, weil es liegt mir natürlich sehr nahe, das Eiskunstlaufen, aber ich finde es einfach hier perfekte Familienunterhaltung. Für mich ist immer ein bisschen Hoffnung damit verbunden, dass vielleicht ein Mädchen oder ein Junge dann sagt, ach Mensch, jetzt habe ich die Figuren auf dem Eis gesehen, jetzt würde ich gerne mal selber eine Eisprinzessin werden. Und ansonsten finde ich es einfach ganz charmant umgesetzt, die Filme, also zum Beispiel die Eiskönigin natürlich, die, glaube ich, jeder liebt, auch jeder, der irgendwie mit Eis zu tun hat. Und es ist sehr farbenfroh umgesetzt, sehr kindgerecht und mein Herz schlägt halt nach wie vor fürs Eis. Aber das heißt letztendlich, machen Sie das immer noch mit Leidenschaft, weil es quasi um das geht, wo Ihre Ursprünge ja letztendlich ja auch sind. Das geht Ihnen immer noch das Herz auf, ist das richtig? Ja, klar. Ich meine, das Eiskunstlauf, das ist einfach mein Leben gewesen. Das hat alles bestimmt für viele, viele Jahre. Und deswegen freue ich mich, dass ich sozusagen wieder ein bisschen in die Eisluft rein schnuppere und vielleicht helfen kann, dass wieder ein bisschen mehr Interesse kreiert ist. Leider ist ja der Eismarkt eher so nach Asien abgewandert, der ist total populär in China, in Südkorea, in Japan und natürlich auch Amerika. Und in Deutschland ist nicht ganz so viel los. Und dann ist das doch irgendwie ein ganz schöner Weg, über diese Form von Unterhaltung vielleicht doch Kinder wieder ein bisschen ans Eis heranzuführen, dass die vielleicht auch irgendwann mal sagen, oh, ich habe den großen Traum, es da mal bis ganz hoch zu schaffen. Wenn nicht, ist auch egal. Es ist einfach ein schöner Sport und ich sehe auch hier, also freizeittechnisch scheint es ja auch weiterhin oder immer mehr eigentlich viele Kinder auch zu interessieren. Einfach aufs Eis gehen, Schlittschuh laufen, ist zumindest gut für die Beine und Po-Muskulatur. Also gar nicht ein guter Tipp sozusagen. Ja, ein guter Tipp. Im Grunde genommen, wenn man so ein bisschen mal tatsächlich zurückblättert, was hat Sie primär geprägt? Die Eltern sind ja gar keine Eisläufer gewesen. Was ja, haben und die Eltern quasi mitgeben können? Ja, auch Ihnen? Zum Glück waren meine Eltern keine Eislaufeltern. Also das, glaube ich, hat mir einfach sehr viel. Nichts gegen die Eislaufeltern, die sind halt sehr engagiert. Aber ich glaube, dieser Ruhepol, den ich zu Hause hatte, daheim, das hat mir unheimlich geholfen, weil natürlich es war sehr viel Disziplin, sehr viel Strenge auf dem Eis, auch durch meine berühmte Trainerin Frau Müller, ohne die ich es aber nie so weit geschafft hätte. Und dafür bin ich ja auch dankbar, auch gerade für ihre Strenge und auch ihre Unnachgiebigkeit. Aber geprägt haben mich schon mein Elternhaus. Also all das, was sie mir dort mitgegeben haben, auch viele Werte, glaube ich, die ich auch heute noch lebe und wo meine Eltern einfach mein Vorbild immer gewesen sind. Aber wie gesagt, im Sport waren sie der Ruhepol, weil sie nie Druck gemacht haben. Der Druck, der kam eh von mir. Ich wollte selber erfolgreich sein. Der kam natürlich vom Trainer, vom Balletttrainer, von all die drumherum einen auch betreuen und natürlich auch vom Land. Man will ja da rausgehen und gewinnen. Das haben wir ja jetzt neulich erlebt oder jetzt letzten Sommer mit Sabine Lisicki. Ist so schwer, Entschuldigung, Sabine. Und dann steht halt die Nation nachts auf und hält vorm Fernseher die Daumen. Und man spürt auch als Athlet so ein bisschen diesen Druck tatsächlich. Und dem will man auch gerecht werden. Sie sprechen von Werte. Welche meinen Sie dann konkret? Ja, ich glaube, wie man Menschen begegnet und was man zu Hause einfach mitbekommt, wie man mit Menschen umgeht, dass man... ja, ob das auch Ehrlichkeit ist, ob das eine gewisse Form von Gerechtigkeit, dass man, klar, als Leistungssportler bist du extrem egoistisch. Also das ist schon so, das kenne ich zum Beispiel von meinen Eltern nicht, das weiß ich nicht, woher ich das habe. Aber diesen Egoismus, den musst du einfach haben als Leistungssportler, wenn du ganz oben ankommen willst. Aber der ist ja eher gegen dich selber gerichtet, der richtet sich ja nicht gegen die Umwelt. Natürlich in einer gewissen Form schon ein bisschen, weil du dich halt nur um dich, um deinen Sport und all das, was da wichtig ist, dich kümmerst. Aber Freunde und Familie, die verstehen das ja. Deswegen bist du ja trotzdem für sie da, wenn sie dich brauchen. Als Sie aus dieser Welt, also die ja
tagtäglich so stattgefunden haben, sich so langsam rausswitchen mussten, war das ja schon auch schwierig für Sie vermutlich. Nee, überhaupt nicht. Also ich musste ja erstmal gar nichts. Also ich wollte ja als Amateursportlerin dann aufhören. Dann war für mich tatsächlich, ich bin die Generation, die, glaube ich, ein großes Glück hatte auch mit dem Mauerfall, dass wir alle noch jung genug waren. Wir haben eine gute Schulausbildung genossen. Wir konnten dann auf jeden Fall auch noch mal viel, viel Neues lernen und uns auch in eine neue Welt einleben. Und da konnte ich natürlich den Traum fortsetzen, dass ich dann Profiläuferin werden konnte, was ich nicht so lange hätte fortsetzen können, wenn die DDR weiter bestanden hätte. Dann hätte ich vielleicht ein Jahr oder so, dann hätte man mich schon wieder mit dem Lasso eingefangen und gesagt, jetzt Mädel, jetzt komm mal wieder heim. Und so konnte ich natürlich da meine Träume ausleben und habe eine lange Eislaufkarriere leben dürfen. Das hätte ich mir nie erträumt, dass ich noch mit 42, 43 so aktiv auf dem Eis war und dann erst meine Abschiedstournee gegeben habe. Und das war aber zu einem Zeitpunkt, wo ich das freiwillig entschieden habe und gedacht habe, okay, jetzt ist Zeit, jetzt get alive. Sie sind hier in Stuttgart, Sie kennen ja Stuttgart auch von früher. Was ist Ihre Assoziation zum Land Baden-Württemberg? Das Ländle. Ja, ich war natürlich auch schon zum Tennisspiel hier und ich war doch ab und zu mal eingeladen. Wir hatten sogar hier eine Eisschuh und da habe ich zum ersten und auch zum letzten Mal die Steffi Graf hier getroffen, am Eis direkt. Und das war total nett. Wir waren beide sehr jung. Ich glaube, wir glotzten uns beide an und so, wow, dass wir uns mal kennenlernen. Aber es war natürlich alles auch von der Presse so, dass man sich auch mal sieht und dass man das Foto hat. Aber ich habe sie immer bewundert als Athletin, als Mensch und auch wie sie jetzt ihr Leben meistert, fernab vom Tennis oder von der Öffentlichkeit. Sie ist ja doch sehr aktiv weiterhin im Tennis. Und das finde ich schon bewundernswert, welche Richtung sie eingeschlagen hat, sich dann doch so komplett rauszuhalten. Aber ich glaube, das sind halt Unterschiede. Der Boris im Tennis, der war halt auch eine richtige Bühnenrampensau, wenn man das so sagen darf. Und das sind wir Eisläufer halt auch. Ne? Und Steffi war doch immer jemand, eine Athletin, die wollte einfach ihren Wettkampf gewinnen, Tasche schnappen, weg. Also so unterschiedlich sind halt auch Sportcharaktere. Sie mögen das auch, vermutlich. Ja, ja, das wird ist okay, ja, aber irgendwie das gehört gibt's eine Grenze, dazu. Was Sie, wo Sie sagen, okay, ja. Was erfährt man? Ja, ich bin glücklich, bin zufrieden. Ich bin sehr dankbar und auch ehrlich gesagt sehr demütig. Also ich habe doch ein sehr, sehr schönes Leben, sehr erfüllt. Und ich bin vor allen Dingen dankbar, dass ich in sehr jungen Jahren tatsächlich meine Träume ausleben konnte. Und ich glaube, das spürt man, wenn man älter ist, dass man nie das Gefühl hat, ich habe eigentlich nicht das geschafft, was ich vielleicht mir erhofft hätte. Oder manche wissen vielleicht auch ganz lang gar nicht, wo ihre Leidenschaft liegt. Und das konnte ich ausleben und habe eine tolle Familie, wirklich einen guten Freundeskreis. Zum Glück auch Familie, alle sind noch gesund und munter. Das empfinde ich als großes Glück. Und einen großen Bruder haben Sie auch, ja? Ja, ist immer auch noch ein großer Bruder. Bleibt er irgendwie immer ein großer Bruder. Und freue mich natürlich, dass ich doch jetzt im hohen Alter wieder ein bisschen mehr mit Eis zu tun habe und dass wir hier im Herbst nach Stuttgart kommen und dann sehen wir uns wieder. Meine letzte Frage, ja. Haben Sie ein Lebensmotto? Ja, also war eigentlich immer so, man begegnet sich immer zweimal im Leben, auf dem Weg nach oben und auf dem Weg nach unten. Also so ist vielleicht so ein bisschen, weil man halt viel mit der Öffentlichkeit zu tun hat, wo ich denke, dass man doch jedem mit Respekt entgegenkommen sollte. Nur weil ich auf einem Gebiet sehr gut war als Eiskunstläuferin, heißt das ja nicht, dass ich woanders sagen kann, das kann ich auch. Also da lerne ich auch immer gern dazu. Ansonsten ist bei mir immer das so oder so das Glas halb voll und nie halb leer. Also ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch und glaube ich schon ein sonniges Gemüt. Sie strahlen es zumindest aus. Vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten. Ja, gern. Ja. Schönen Tag Ihnen. Ja, Ihnen ebenfalls.